Jo, 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 jo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Gut. Na gut, kommt, wir müssen uns beeilen. Kicken wir mal, was Brand so macht. Wir sind schon wieder 3, 4 Stunden zu spät. Ich habe bis 6 oder 7 Mucke gemacht und ein Video geschnitten. Da haben die Jungs auf einmal bei mir geklingelt mit Orangensaft und so. Ein paar Minuten später. Schon mal falscher Eingang, optimal. Sagt ja hier keiner Bescheid, alle immer kommt vorbei, Jungs, kommt vorbei. Film, dies, das, drehen, mit, Interview. Ach, Chef. Wir kommen von der Ghetto-Presse. Ich bin eigentlich auch für ein Halbzeitbier, aber wir haben noch keinen gefunden, der sich bereit erklärt, mit einer Tablette am Rand zu stehen. Ihr kümmert euch ums Bier hier heute, ja? Nicht ausschließlich, sondern es ist jedes Mal, wenn die anderen Mannschaften spielen, kümmert sich wieder eines der anderen Teams um den Bierstand. Sportlich, fair, respektvoll. Seid ihr motiviert fürs nächste Spiel, meine Damen? Das ist eine Frage, na klar. Und du, bleibst eurer Devise von gestern Abend treu? Ja. Ein Spion von der gegnerischen Seite hier. Ignoriert mich. Ja, Spion, weg hier. Grüßt euch. Wie habt ihr denn von der Veranstaltung hier heute erfahren? Bei Ackel. Im Restaurant, da hängt ein Plakat und ich kenne Ackel auch persönlich, deswegen. Stammkunden, ja? Stammkunden, richtig, ja. Ach, wir machen, glaube ich, jetzt schon das vierte Mal mit. Es ist einfach immer ein schönes Turnier mit befreundeten oder gegen befreundeten Kneipen. Und es macht viel Spaß, geiles Wetter. Was verträgt der Kneipenmagen so? Alles. Was habt ihr im Angebot? Süppchen hoch. Ja, Chili con carne haben wir, Kartoffelkokos, Burger haben wir. Hamburger, Cheeseburger, Kürbis. Warum macht er hier mit heute? Freibier. Danke. Woran hast du hier heute am meisten Spaß? Weil ich gucke halt auch immer mit Papa Fußball und ich finde das auch toll. Ja, schön, dass du hier bist. Und das Essen schmeckt dir auch? Ja. Spaß, darf ich so kurz kommen, natürlich, aber in erster Linie fehlt die Leistung. Aber es geht nicht ums Gewinnen, es geht um Spaß. Optimal. Was ist denn jetzt hier eigentlich für eine Veranstaltung, Eike? Also vor 5 Jahren hat der gute Martin vom Auxo, als es das wunderschöne Auxo noch gab, den Kneipencup ins Leben gerufen und hat das 3-mal in Folge gemacht. Und letztes Jahr hatte er einfach keine Zeit dafür. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann meinte er, ja, ich schaff's nicht. Und dann haben wir das übernommen, haben es Lokalpokal getauft, damit Martin seinen Namen für sich behalten darf. Und ja, jetzt gibt es den Aachener Lokalpokal. Und letztes Jahr war das schon der volle Erfolg. Wir haben 1500 Euro nach Syrien gespendet. Also wir machen das auch, wir wollen kein Geld damit verdienen. So. Ich bin gestern Abend um 6 Uhr schlafen gegangen. Ich bin richtig gut erholt hier heute zu starten. Wunderbar, ganz im Sinne deines Chefcoaches. Ja, er hat mir schlafend gesungen. Und Sex vorm Spiel, wie sieht es damit aus bei euch? Auch mit dem Coach. Mit dem Coach.
Mehr wollte ich gar nicht wissen. Vielen Dank. Also wir geben natürlich unser Bestes. Also Fußball spielt wird jetzt nicht mehr. Wir spielen jetzt Rugby. Also ich würde sagen, wir spielen immer gegen uns selbst. Ich glaube, das ist das Team mit den Flüchtlingen, was hier mitmacht. Ne? Ja. Und hast du Spaß? Ja, viel. Schönes Wetter, wa? Ja.